Wir leben in einer Zeit von Fast Fashion. Bis zu 12 neue Kollektionen werfen die Modeläden jährlich auf den Markt. Jede und jeder Deutsche kauft im Schnitt 12 Kilogramm Kleidung im Jahr. 90% davon kommt aus dem nicht-europäischen Ausland, der größte Teil aus der Türkei, China oder Bangladesch. Bis ein T-Shirt bei uns im Laden hängt, ist es manchmal schon um den halben Globus gereist. Wie sehr das günstige T-Shirt Mensch und Umwelt belastet, steht leider nicht auf dem Preisschild. In der Textilproduktion sind die Arbeitsbedingungen oft katastrophal. Auf den Baumwollfeldern und in den Nähereien der Billiglohnländer herrschen teils menschenunwürdige Arbeits- und Sicherheitsbedingungen. Und auch die Umweltschäden sind enorm. Über 70% unserer Kleidung wird aus Synthetikfasern hergestellt. Die Produktion schadet der Umwelt durch die Emission flüchtiger organischer Verbindungen, durch Abwässer und durch den hohen Energiebedarf. Außerdem wird vermutet, dass die Fasern durch Abrieb kleinster Plastikteilchen zur Belastung der Meere beitragen. Aber auch der Baumwollanbau schadet der Umwelt massiv und belastet die Gesundheit der Menschen. 25% der Pestizide weltweit werden dabei eingesetzt, obwohl Baumwolle auf weniger als 3% der landwirtschaftlichen Flächen wächst. Außerdem wird sehr viel Wasser verbraucht. Die Produktion von einem Kilogramm Baumwolle benötigt die Menge von bis zu 200 Badewannen Wasser. Bei der Herstellung unserer Kleidung wird für jedes Kilogramm Textil bis zu 1 Kilogramm Chemikalien eingesetzt, zum Beispiel um es mit bestimmten Eigenschaften zu versehen oder zu färben. Bei unzureichender Abwasserbehandlung werden Flüsse, Seen und das Grundwasser durch die Chemikalien belastet und dabei Lebewesen und das Trinkwasser vergiftet. Viele dieser Chemikalien sind äußerst langlebig und verbreiten sich über den ganzen Globus. Bekanntes Beispiel: PFC. Um Textilien wasserdicht und schmutzabweisend zu machen, werden per- und polyfluorierte Chemikalien eingesetzt. Sie gefährden die menschliche Gesundheit und reichern sich in Tieren und Pflanzen an. Beim Waschen können die Chemikalien über Kläranlagen in die Umwelt gelangen, wo sie für eine sehr lange Zeit bleiben. Andere Stoffe, zum Beispiel Nonylphenolethoxylat, kurz NPE, sind hormonell wirksam und beeinflussen nachgewiesen die Fortpflanzung von Fischen. In der EU wird NPE deshalb nicht mehr eingesetzt, der Stoff wird aber bis heute in Importware und in Gewässern nachgewiesen. Auf europäischer Ebene gibt es Regelungen für Chemikalien und Textilien. So gelten in Deutschland und in der EU verbindliche Mindeststandards. Damit auch außerhalb Europas eine umwelt- und sozialverträgliche Produktion möglich wird, brauchen wir internationale Abkommen zu Standards in der Textilherstellung. Aber auch jede und jeder Einzelne kann etwas tun. Wer beim Kauf von Textilien auf sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Produktionsbedingungen achtet, trägt dazu bei, Umweltschäden zu minimieren. Gleichzeitig verbessern sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen vor Ort. Siegel wie das GOTS-Label, das EU-Öko-Label oder das Blue Sign für Outdoor-Kleidung helfen bei der Kaufentscheidung. Baumwollprodukte sollten aus kontrolliert ökologischem Anbau stammen. Dort sind synthetische Pestizide und Düngemittel verboten. Und es dürfen keine gentechnisch veränderten Pflanzen verwendet werden. Man kann auch Kleidung im Secondhand-Laden einkaufen, tauschen, öfter reparieren lassen oder vielleicht sogar mal selber machen. Und natürlich gilt auch für nachhaltig und umweltschonend produzierte Mode, Kleidung einfach wieder länger tragen. Statt Fast Fashion, also lieber Slow Fashion.